Das Victorinox Ranger Wood, das meiner Meinung nach beste Victorinox, das es so gibt, zumindest allgemein die Ranger-Serie. Was die Besonderheiten sind und warum ich es so gut finde, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Review mit dabei bist. Das ist tatsächlich eine Langzeit-Review, denn das Victorinox Ranger Wood habe ich schon einige Jahre und ich habe auch schon mal ein kleines Video dazu gemacht und möchte jetzt eine richtige Langzeit-Review dazu machen. Alle Links findest du natürlich wie immer zu diesem Messer unten in der Videobeschreibung, als auch andere Victorinox-Messer, die ich dir sehr empfehlen kann. Schau da gerne mal vorbei. Bevor wir zu meiner Meinung und meinem Fazit kommen, natürlich erst einmal die harten Fakten zu diesem Messer. Wir bewegen uns hier in einem Preisbereich irgendwo bei 60 Euro. Das kommt ganz auf die Ranger-Reihe drauf an. Es gibt das Ranger Grip, das Ranger Wood, dann gibt es Ranger Tool etc. etc. Ist sehr unterschiedlich. Das hier, zum Beispiel mit Nussbaum, kostet ungefähr 70 Euro. Es gibt auch ein günstiges Holz für ungefähr 60 Euro. Und das Grip, das ist natürlich Plastik bzw. ich nehme mal an Polyethylen oder ähnliches ist, das kostet ungefähr 45 Euro. Das Ranger Wood hat die Abmaße 130 x 31 x 22,5 mm bei einem Gewicht von 162 Gramm. Das ist natürlich die Holzvariante, andere Varianten wiegen mehr oder weniger. Dabei haben wir 10 Funktionen, die wir einfach mal im Schnelldurchlauf durchgehen. Die meisten werden euch bekannt sein, zum Beispiel der Korkenzieher. Finde ich sehr praktisch. Ich mag lieber den Korkenzieher als den Kreuzschlitzschraubenzieher, denn damit kann man nicht nur seine Weinflasche öffnen, sondern auch zum Beispiel Knoten und andere Sachen, zum Beispiel bei seinem Handy in so eine kleine Lücke reingehen, um die SIM-Karte rauszuholen und ähnliches. Wir haben hinten wieder eine klassische Nähale, dann hier ein Lanyard-Ring mit einem kleinen Standard-Lanyard dran. Dann haben wir auf der anderen Seite wieder den Dosenöffner und natürlich auch den Kapselheber, jeweils mit Kreuz, Schlitz, Schraubenzieher dran. Auch der Dosenöffner funktioniert tadellos. Habe ich letztens erst in einem Video benutzt, um das 50 Jahre alte Brot aufzumachen. Jetzt kommen wir zu den zwei großen Besonderheiten und auch, muss ich sagen, zu den Argumenten für dieses Messer. Das ist einer Meinung nach diese massive Säge, die wirklich sehr lang ist, also ungefähr 9,5 cm in dem Bereich, mit dem man es sogar schafft, solch dicke Holzstücke durchaus durchzusägen. Das ist natürlich mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber das funktioniert schon sehr gut für so ein Taschenmesser. Und die zweite große Besonderheit ist diese sehr lange Klinge. Ebenfalls knapp 9,5 cm lang und feststellbar. Ne? Ihr seht das, ich versuche hier reinzudrücken. Wenn ihr auf diesen kleinen Punkt hier vorne drückt, dann könnt ihr es wieder einklappen, wieder ausklappen etc. Eine feststellbare Klinge bei einem einhändig zu öffnenden Messer. Das heißt, wir sind hier § 42a konform. Und haben auch einfach etwas sehr Praktisches. Und genau deshalb gefällt mir dieses Messer so gut. Tja, meiner Meinung nach ist natürlich die große Säge in Verbindung mit diesem großen feststellbaren Messer und dass es in Deutschland legal ist, es zu führen, das Hauptargument. Die anderen Toolsachen, die da noch mit dran sind, sind schon manchmal nützlich. Die Nähale habe ich letztens benutzt, um ein Loch hinten in einen Pfannenwender reinzumachen, dass man eine Schnur daran benutzen kann. Den Korkenzieher benutze ich ab und zu, wie gesagt, für Knoten aufmachen, für kleine Betätigungen an elektronischen Geräten, aber natürlich auch mal wirklich, um einen Korken rauszukriegen und auch den Dosenöffner und der Flaschenöffner sind natürlich sehr praktisch. Das Problem ist, also kein Problem, eine Kleinigkeit, die ich anmerken möchte, beim Ranger Wood hast du keine Pinzette und keinen Zahnstocher, was ich sehr schade finde, denn es gibt ein Nachfüllpack sozusagen für die Pinzette oder für den Zahnstocher, das weiß ich gerade nicht genau, für eins von beiden, wo Feuerstahl mit dabei ist. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich auf kurz oder lang, einfach weil es praktischer ist, das Ranger Grip holen, also das Plastik sozusagen davon, denn dort ist das integriert. Aber natürlich aufgrund der Holzhaptik, also wie es sich anfühlt, ist das mein absolutes Lieblingstaschenmesser. Ebenfalls zu nennen ist, dass es aufgrund seiner schlanken, langen Form natürlich sehr praktisch in verschiedenste Taschen unterzubringen ist, zum Beispiel auch in die Feldhose von der Bundeswehr, die ich sehr gerne trage, passt es sehr gut in diese Zweitasche auf der rechten Beintasche hinein. Wie immer die Verarbeitungsqualität, die Schärfe, der Stahl. Victorinox typisch, sehr gute Qualität, brauche ich euch nicht zu sagen, wenn ihr jemals ein Victorinox-Messer in der Hand hattet. Das ist genauso bei dem hier.
Was ich als ein bisschen störend empfinde, allgemein bei Victorinox-Messern, aber auch bei diesen, ist, dass die Zwischenräume etwas schwer zu reinigen sind. Dort kommt man nur sehr schwer ran. Natürlich mit einem Hochdruckstrahl würde man rankommen. Ich habe keine Bürste zu Hause, die da wirklich gut vorankommt. Da muss ich noch mal gucken, wie ich das am besten reinigen kann, weil das wäre langsam hier drin mal wieder angesagt. Mit diesem Messer verbindet mich natürlich sehr, sehr viel, denn dieses Messer habe ich tatsächlich in der Werksfabrik-Shop sozusagen gekauft, also einem angegliederten Shop, wo man einfach als Kunde hingehen konnte, wo Victorinox seine Messer direkt verkauft in der Schweiz. Das heißt, ich habe dazu natürlich noch einen speziellen Erinnerungswert und gleichzeitig benutze ich dieses Messer mittlerweile seit Jahren und habe es immer in der Feldhose rechts dabei für alle möglichen Sachen. Habe letztens, wie gesagt, eine Dose aufgemacht, habe gerade auf einem Festival eine Weinflasche für jemanden aufgemacht. Es ist immer schön, das dabei zu haben. Ich hoffe, meine kleine Review zum Victorinox Rangerwood hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Schreib mir gerne deine Erfahrung mit Victorinox unten in die Kommentare rein, was es noch so für geile Messer gibt, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Ansonsten findest du hier links und rechts oben weitere Videos über Ausrüstung natürlich wie üblich auf diesem Kanal und unten in der Videobeschreibung findest du alle Infos, die du brauchst. Und hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Wenn du eine Frage hast, die sonst nicht beantwortet ist, schreib sie gerne unten in die Kommentare, dann werde ich darauf antworten. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.